Okay. Gut. Und damit gebe ich jetzt an die Experten bitte eine warme Runde Applaus. Is my mic on? Oh, there we go. Ah, jetzt ist das Mikrofon an. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich, dass ihr zu einem Mathematik-Talk um 22.15 Uhr am Tag 2 erscheint. Wir werden über Gitter und wie man sie in Kryptographie benutzt reden. Und weil es auch viel Code geben wird in diesem Talk, unsere Folien gibt es auf dieser Webseite online. Wenn ihr eure Laptops auspacken wollt und da mitspielen wollt und sicherstellen wollt, dass das auch alles so funktioniert, dann könnt ihr das jetzt machen. Dann könnt ihr unsere gesamten Codebeispiele in Sage reinkopieren und da mitmachen. Also, hier gibt es ein paar Überschriften, wo es um Kryptographie geht. Kryptographie ist häufig in den Nachrichten in letzter Zeit. Und da geht es nicht nur um Bitcoin oder Kryptowährungen oder die Blockchain. Hier sind ein paar Beispiele. Ein paar, die haben alle Dinge gemeinsam. Es geht hier immer um Gitter. Why are people talking about lattices? Warum reden Menschen über Gitter in Kryptographie? Und es gibt ein paar Dinge, die man damit machen kann. Also man kann entweder Sachen kaputt machen, das ist super lustig. Jede Art von Krypto, die ihr euch vorstellen könnt, kann man irgendwie mit Gittern kaputt machen. Da geht es nicht nur um alte öffentliche Schlüsselverfahren, sondern auch um Verfahren, die wir heute benutzen und auch die, die wir möglicherweise in der Zukunft benutzen werden. Und die andere Art und Weise, wie man Gitter benutzen kann in Krypto, ist eben auch Kryptographie herzustellen. Unter anderem Post-Quantum-Kryptographie. Und wir werden in 20 Jahren vielleicht rausfinden, ob das eine schlechte Idee war, diese Art von Kryptographie zu erfinden. Also dieser Talk wird also in mehreren Teilen stattfinden. Wir werden Dinge kaputt machen, wir werden Sachen erzeugen. Also wenn Dinge kaputt gehen, wenn ihr da verloren geht, dann könnt ihr vielleicht einfach später wieder einsteigen. Das ist kein Lattice. Das ist ein Wortspiel im Englischen, ist Lettuce, Salat, nah an Lettuce, Gitter. Also das ist ein Lettuce, ein Salat. Ich entschuldige mich bei allen Nicht-Englischsprechern und bei den Übersetzern, das ist schon in Ordnung. Also das hier ist ein Gitter in der Mathematik. Es gibt verschiedene Arten von Gitter in der Mathematik. Als könnt ihr das euch vorstellen als ein wiederholendes Gitter im n-dimensionalen Raum, das einfach sich immer wieder wiederholt. Das sieht dann irgendwie so aus wie das hier in zwei Dimensionen. Das ist ein Gitter von Salatköpfen, also ein Lattice of Lattices. Ich habe das nur reingetan, um die Übersetzer zu ärgern. Wir fühlen uns geärgert. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben abstrakte Punkte, aber ihr könnt euch vorstellen, dass diese Punkte mathematische Objekte repräsentieren, also zum Beispiel Polynome. Wir werden also zum Beispiel Gitter von Polynomen sehen. Einzelne Gitterpunkte repräsentieren ein mathematisches Objekt, hier in dem Fall Salatköpfe oder eben auch was anderes. Die Witze beiseite, wenn man diese ganzen Punkte repräsentieren will, dann muss es eine gewisse Struktur geben. Zum Beispiel, statt Bilder von Salatköpfen zu nehmen, können wir auch diese zwei Vektoren nehmen. Und ihr müsst euch vorstellen, dass hier an dieser Stelle der Nullpunkt ist und von da aus gibt es zwei Vektoren, die von da weggehen, zwei Geraden. Die sind so gewählt, dass jeder andere Punkt so erreicht werden könnte über eine dieser beiden Kombinationen. Also um hier oben hinzukommen, nimmt man den einfach zweimal, um hier rüber gehen, nimmt man es zweimal und subtrahiert den anderen. Also alle Punkte können über diese zwei Objekte erreicht werden. Das ist nicht eindeutig. Also die grünen sind auch eine Basis und die blauen formen auch eine Basis. Also sehr längliche Vektoren in dem Fall. Und irgendwelche Kombinationen dieser drei
Mengen und wir können alle Punkte erreichen. Ihr habt über die reellen Zahlen gelernt und da ging es um X- und Y-Koordinaten. Und was wir hier benutzen, sind nur Integer, also ganzzahlige Vielfache davon. Also ihr könnt nicht die Hälfte von B3 benutzen. Wenn ihr die Hälfte von B3 benutzt, dann landet ihr hier in der Mitte und da ist aber nichts. Also ihr könnt quasi wie bei einem Spielfeld nur auf dem nächsten ganzen Punkt landen. Und wenn wir uns also das mathematisch angucken, dieser B1-Vektor, das ist sowas wie hier an der Stelle, das ist 2, das ist 3,4 zum Beispiel. Und um die zu speichern, packen wir die hier in die Matrix, oben in die erste Zeile. Das ist der erste Komponente, das ist die zweite. Und bei dem zweiten Vektor machen wir das ganz genauso. Und zweidimensional ist natürlich sehr klein. Jetzt gucken wir uns mal sowas zum Beispiel an. Da kriegt man so einen gewissen Tunnelblick. Also es gibt einen Ursprung, man kann ihn sehen. Und in Kryptographie benutzen wir das mit ein paar hundert Dimensionen oder sogar tausenden Dimensionen. Das machen wir jetzt aber nicht mit Bildern. Ich denke, wir stellen uns das einfach nur vor. Wir haben eine Matrix und die erste Zeile hat 1000 Einträge und so weiter. Und dann haben wir also so und so viele Einträge in dieser Matrix mit jeweils 1000 Zeilen. Mathematisch ist das natürlich kein Problem, da weit drüber zu gehen. Aber für Bilder bleiben wir jetzt bei der Basis 2, bei der Dimension 2. Also jetzt wisst ihr alle, was ein Gitter ist. Und warum machen wir uns da überhaupt Gedanken drüber? Wieso ist das interessant? Und was wir hier machen wollen, ist, wir finden kurze Vektoren in diesen Gittern. Wir wissen, es gibt verschiedene Basen für so ein Gitter, aber einige werden sehr lange Vektoren haben und andere eben sehr kurze haben. Und dieses Problem nennt man das Shortest Vector Problem, also das kürzeste Vektorproblem. Und wenn wir eine Gitterbeschreibung haben, dann müssen wir quasi den kürzesten Vektor finden. Und es gibt verschiedene Arten, das zu berechnen. Es stellt sich raus, es ist sehr schwierig, das exakt zu berechnen. Die besten Algorithmen, die das exakt in so einem Gitter berechnen, laufen in exponentieller Zeit, also 2 hoch n in Dimension n. Aber man kann auch eine Näherung nur angeben, also eine, der einen kurzen Vektor errechnet, aber eben nicht notwendigerweise den kürzesten und der läuft in polynomialer Zeit und das ist natürlich sehr viel schneller, wie alle Computerwissenschaftler und euch wissen. Und es ist ein schwieriges Problem, aber leicht näherungsweise zu lösen. Und in diesem Talk werden wir uns speziell den LLL-Algorithmus angucken nach den drei Erfindern, Lenstra, Lenstra und Lovaas, der einen ungefähr kürzesten Vektor berechnet. Und ungefähr, also ziemlich kurz, bedeutet hier im Sinne der Euklid-Norm sowas wie exponentiell in der Dimension mal der kürzeste, der tatsächlich kürzeste Vektor. Und das ist sieht nicht super beeindruckend aus, aber es stellt sich raus, dass es sehr schwierig zu finden ist. Und wir können damit eben sehr viel Kryptographie kaputt machen. Und das ist das, was uns daran interessiert, LLL. Und wir machen die ganzen Beispiele hier machen wir mit Sage. Das ist ähnlich wie Python. Und da kommen noch einige Funktionen dazu, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt und in der Art und Weise ist es auch ähnlich zu Python, denn das enthält auch möglicherweise viele Funktionen, die ihr noch nie gesehen habt. Und das, also wenn man hier zum Beispiel 2 mal 3 ausrechnet, dann kommt da 6 raus und wenn man 2 und dann dieses Hochdach benutzt, dann ist das nicht das XOR, was aus anderen Programmiersprachen kommt, sondern das ist der Exponent. Das ist, Mathematiker notieren das so. Und es gibt auch sehr viele hilfreiche Funktionen, also wenn man zum Beispiel eine Zahl oder ein Polynom faktorisieren will, dann kann man das da explizit über die Faktorfunktion ausrechnen. Man kann Nullstellen von Polynomen ausrechnen, zum Beispiel x² minus 9 hat minus 3 und 3 als Nullstellen. Was sind die Einsen? Das ist die Anzahl der Nullstellen, also wenn man zum Beispiel x² faktorisiert, dann kommt dabei raus, das ist x minus 0
mit Vielfachheit 2. Und es gibt praktische Funktionen, zum Beispiel eben auch, um zufällige Primzahlen zu erzeugen. Und in dem Fall bis zu 2 hoch 512 als Obergröße. Das ist, wie gesagt, das Exponentensymbol dieses Hochdach. Und P mal Q, also wir multiplizieren 2 große Zahlen zusammen und plötzlich machen wir RSA. Und wir wählen einen Exponenten, zum Beispiel 3 oder was auch immer. Und dann nehmen wir eine Nachricht und berechnen Pow. Das ist jetzt eine Python-Funktion, die kann man tatsächlich direkt in Python benutzen. Random Prime kommt aus Sage, die muss man, dafür muss man Sage benutzen. Aber Pow kann man direkt in Python benutzen. Und Ciphertext ist gleich Pow von Message EN, also der Geheimtext ist Power von Message und EN. Und da kriegt man dann die Verschlüsselung und man kann dieselbe Pow-Funktion auch benutzen, um die Entschlüsselung zu machen. Eine heftige Warnung davor, dass wenn ihr RSA implementieren wollt, dann macht es auf gar keinen Fall genau so. Es gibt auch schon später einige Warnungen, die aufgrund von einigen Attacken hier stattfinden, aber tatsächlich ist RSA, wie man es in Lehrbüchern findet, auch aus anderen Gründen unsicher. Also macht es nicht so. Wir werden euch jetzt auch hier nicht alle Dinge, die da schlecht dran sind, zeigen. Also was wir euch von der vorherigen Folie zeigen wollten, ist, dass man Faktorisierung irgendwie wichtig ist und wir wollen, dass RSA sicher ist. Also wollen wir Dinge faktorisieren und wie schwierig ist es schon, RSA zu implementieren? Sieht ziemlich schwierig aus. Naja, machen wir jetzt halt einfach, wir bauen jetzt das Internet. Also los. Also bei RSA, da geht es ums Faktorisieren und wir beschäftigen uns mit Gittern. Also wie schwierig ist jetzt Faktorisierung hier wirklich? Also gucken wir uns mal hier die Parameter dieses Problems an. Ich habe also möglicherweise einen Modulus n, der hier lila ist, und 2 Primzahlen p und q. Und wenn ich jetzt angebe P und Q, dann wisst ihr, wie ich N faktorisieren kann, denn ihr wisst ja, wie die Faktoren sind. Das ist also ein super einfaches Problem. Wenn ich euch N und einen den Faktoren gebe, zum Beispiel P, dann könnt ihr N immer noch faktorisieren, denn ihr könnt ja einfach Q ausrechnen, indem ihr N durch P teilt. Also fertig. Ganz einfaches Gebiet. Und wenn ich weder P und Q angebe, aber nur N, dann hoffe ich, das ist ein echt schwieriges Problem, denn sonst ist das Internet schon kaputt. Die besten Algorithmen, die wir haben, um das zu faktorisieren, ist subexponential in der Größe von der Länge von N. Aktuell hat noch niemand öffentlich RSA 1024 faktorisiert. Möglicherweise hat die NSA das schon gemacht, das weiß ich nicht. Wenn euch das super interessiert, dann könnt ihr euch den Talk vom 29C3, den wir da gehalten haben, angucken für mehr Informationen. Das ist tatsächlich relativ schwierig. Jetzt machen wir mal was Spannenderes. Was ist, wenn ich euch die Hälfte der Bits von P und die Hälfte der Bits von Q gebe? Wenn die so aussehen, dann stellt sich raus, dass das tatsächlich sehr einfach ist. Man kann das einfach nur, man kann ein bisschen teilen und ein bisschen Bits umsortieren und dann kriegt man P und Q komplett raus. Also es ist ganz interessant, aber man kann sich keine Situation vorstellen, wo das tatsächlich im wirklichen Leben mal auftritt. Jetzt machen wir es mal ein bisschen spannender. Wie wäre es denn mit dieser Variante? Also das ist jetzt auf halbem Weg zwischen was, was einfach ist und etwas, das schwierig ist. Wo liegt jetzt dieses Problem? Das ist also mehr ist spannender. Und es stellt sich raus, dass mit der Information, also wenn man die Hälfte der Bits von P, also es ist, also sagen wir mal die erste Hälfte, aber es ist ziemlich egal, welche Bits ich euch gebe, dann kann man das in polynomialer Zeit faktorisieren, obwohl die andere Hälfte der Bits riesengroß ist, die man nicht brute-forcen kann, also die man nicht einfach ausprobieren kann. Und es stellt sich raus, dass man dass der Algorithmus auf Gittern basiert. Deswegen das Thema unseres Talks heute. Also das ist ein kleiner kryptografischer Magie-Trick. Das ist Sage-Code, den ihr alle jetzt ausführen könnt. Also wenn ihr mir das nicht glaubt, dann könnt ihr das jetzt ausführen und verifizieren, dass das tatsächlich funktioniert. Und ich mache jetzt meinen kleinen magischen Trick. Also ich generiere 2 zufällige Primzahlen, 512 Bit. Das sind also tatsächlich echte Primzahlen. Ich habe da keine versteckten Funktionen drin.
Ich multipliziere sie auseinander, bekomme n und dann rechne ich jetzt a aus. Und a ist die meisten Bits von p außer die 86 Bits. Und wenn ich mir jetzt den Wert von a angucke, da sind jetzt eine ganze Menge Nullen. Das sind die Bits, die ich gelöscht habe. Also ich habe das meiste von p gelernt, aber nicht alles. Und 68 Bits ist genug, dass ich das definitiv nicht auf meinem Laptop ausprobieren könnte. Ich könnte definitiv keinen Wurzelalgorithmus benutzen, um das auszuführen. Und definitiv nicht, bevor dieser Talk hier zu Ende ist. Also was ich machen möchte ist, ich möchte die Faktorisierung von n rekonstruieren, nur mit der Information, die noch in A drin steht, also nicht der kompletten. Und was ich jetzt mache ist, ich erzeuge eine Matrix, und ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass Matrizen und Gitter was miteinander zu tun haben. Und diese Matrix enthält den Wert A, also das sind die Bits von P, die ich wissen darf, und n. Und auch ein paar andere Dinge, die öffentlich sind. Und dann benutze ich diesen magischen LLL-Algorithmus da drauf. Und jetzt kommt der magische Trick. Ich benutze den Output, also die Ausgabe dieses LLL-Algorithmus, erzeuge ein Polynom aus diesem Vektor, den ich da gekriegt habe. Und wenn ich jetzt die Nullstellen von diesem Polynom berechne, dann kriege ich auf magische Art und Weise P zurück. Also da ist jetzt der Hase wieder aufgetaucht. Ich weiß auch nicht, wo der herkam. Was ist hier gerade passiert? Also ich hoffe, ihr seid verwirrt, denn ihr solltet hier wirklich verwirrt sein. Aber ich hoffe, ihr glaubt wirklich, dass das funktioniert. Also hier ist tatsächlich Magie passiert und ich habe sehr effizient faktorisiert. Das ist ein Beispiel für die sogenannte Coppersmith-Methode. Coppersmith ist einer der größten Kryptoanalysten des 20. Jahrhunderts, möglicherweise des 21. Jahrhunderts, denn er arbeitet jetzt für das für die US-amerikanische Regierung. Das heißt, wir wissen da aktuell nichts dafür, aber hoffentlich werden wir das in 50 Jahren rausfinden. Ich bin super, also es interessiert mich so total. Also alles, was wir von ihm öffentlich wissen, ist total großartig. Und sein originales Paper aus dem Jahr 1966, das die Verallgemeinerung dieser Methode beschreibt, ist super schwer zu lesen. Das heißt, ich werde eine Vereinfachung, die Haugrave Graham einige Jahre später veröffentlicht haben, aber es hat immer noch einige Schritte und sieht sehr verwirrend aus. Also das ist der Zustand von Kryptoanalysis. Ich werde das auf Englisch erklären, was hier passiert, und das wird wahrscheinlich trotzdem immer noch aussehen wie Magie. Was ich in Englisch mache hier ist, ich habe ein Polynom hingeschrieben, in dem Fall ein lineares Polynom a plus x. X ist die Unbekannte, das hat eine sehr kleine Nullstelle. Ich weiß nicht, was diese Nullstelle ist. Ich weiß nicht, wie die aussieht, aber möglicherweise, aber irgendwie hilft mir das trotzdem. Ich habe jetzt also eine Basis hier konstruiert. Sounds good. Throw them in the lattice spaces. Und benutze diese Algorithmen und werfe da LLL auf diese Matrix, und dann rechne ich hier von einem Polynom, was ich daraus wieder erzeuge, und dann ist magisch eine dieser Nullstellen, die da rauskommt, wieder meine gesuchte Zahl. Aber ich kann das beweisen, aber es ist in gewisser Weise wie Magie. Und jetzt denkt ihr alle wahrscheinlich, ja, wie hier auf dem Bild in der Mitte, und jetzt passiert ein Wunder, wo das Wunder in gewisser Weise dieser LLL-Algorithmus ist. Man wirft kryptografische Schlüssel in diesen LLL-Algorithmus, und auf magische Art und Weise fallen private Schlüssel da unten raus. Ich weiß nicht, was passiert. Also selbst Mathematiker, die sich da lange damit beschäftigt haben, für Jahre, die fühlen sich immer noch so wie da in diesem Komma. Denn LLL, wie in diesem Comic, LLL funktioniert einfach viel besser, als es funktionieren sollte. Wir wissen auch nicht so richtig, warum. Und ihr könnt, wenn ihr das uns nicht glaubt, wir haben einen Code, der tatsächlich waffenfähig ist. Und ihr könnt es ausprobieren und schauen, wo ihr damit hinkommt. Wenn ich in Kryptographie reingegangen bin, gab es viele Studien und viele
Grad Students haben this piece of P, but that piece veröffentlicht of P, or this und piece, nicht dieses Stück von P, sondern dieses Stück von P. Papers, und es gab viele theoretische Papers. Aber ist irgendjemand so dumm und würde dir ein ganzes Stück von P geben? Das ist nichts, was du in Praxis sehen würdest. In 2012 hast du just after 2093, when we gave our talk here, that a friend of us said, by the way, we factored some Taiwanese smart card keys. Nachdem wir unser Talk hier letztes Mal gegeben haben, hat ein Taiwanese gesagt, dass wir eine Teile dieser RSA-Schlüssel faktorisiert haben. Es gab dieses Jahr ein total interessantes Paper an der Newsnex-Konferenz und die hatten ein paar Infineon-Karten gefunden. Und da ist möglicherweise so ein Chip mit drauf, der genauso kaputt ist, wie wir das erwartet haben. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass Infineon ihre Primzahlen auf eine sehr wunderliche Art und Weise erzeugt. Also so erzeugt man Primzahlen eigentlich nicht. Man kann jetzt eine ganze Menge von diesen Sachen finden und da eine Primzahl draus raussuchen, aber wieso? Und was uns dabei aufgefallen ist, ist, dass dieses M, wo man also sehr genau hinschaut, dann haben sie also durch heftige Arbeit dieses kleine A, und das G ist auch bekannt, und die haben das A so klein gemacht, in eine so kleine Menge eingepackt, dass man danach suchen konnte. Das heißt, wir nehmen uns so ein A, wir rechnen G hoch A mod M aus und benutzen die Coppersmith-Attacke, um K rauszukriegen. Wir kriegen eine Zahl, und wenn wir eine Zahl rauskriegen, dann ist das wahrscheinlich ein Faktor, also klasse. Und wenn nicht, naja, Pech. Und wir probieren das einfach für jede von diesen Varianten aus, und das sieht ganz ähnlich aus wie in Nadjas Talk, jetzt halt nicht in Dimension 3. Und es stellt sich raus, wir können einfach die verschiedenen Varianten ausprobieren, um rauszufinden, wie viele von den A's wir ausprobieren wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir tatsächlich 1024-Bit RSA-Keys lösen konnten, die tatsächlich benutzt wurden. Und jetzt sind wir natürlich ein sehr großes Problem, nicht nur, wenn wir unsere Schlüssel falsch generieren, sondern auch, wenn wir einen ganz normalen Schlüssel haben und jemand baut einen Quantencomputer. Dann wird RSA 1024, RSA 4096 geknackt werden, und das ist ein Albtraum. Und es ist nicht ganz klar, wann das passieren wird. In 2015, Mike Mosca, der Direktor des Instituts für Quantencomputer in Waterloo, hat gesagt, dass in 2026 die Wahrscheinlichkeit bei 1/7 liegt. Und erst letzten Monat Dario Gill, der Vice President in IBM, und mit dem Namen von Q, wie im James-Bond-Film, muss es etwas cool sein. Und das ist tatsächlich. Es gibt eine Waffenabteilung in IBM, und sie arbeiten an einem Quantencomputer, der tatsächlich nutzvoll ist und den sie verkaufen können. Und er hat zurück in die Zeit geguckt und gesagt, dass in den Jahren 2016 bis 2021 die tatsächliche Zeit gekommen ist, in der Computer als Technologie gekommen sind. Und wie hängt das jetzt mit dem Shor-Algorithmus zusammen? Der Shor-Algorithmus braucht zweimal der Anzahl der Bits in dem RSA-Schlüssel. Man braucht zweimal so viele Qubits, wie im RSA-Schlüssel drin sind. Und Qubits sind die Bits in einem Quantencomputer. Und wie vergleicht sich das? Und wie steht das jetzt im Verhältnis mit den 5 Qubits, 10 Qubits letztes Jahr, 10 Qubits dieses Jahr? Es scheint so, als wären wir bald bei 4096 Qubits, und das wird dann das Ende für RSA sein. Aber es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Es wird ein paar Jahre länger dauern. Denn Shor's Algorithmus braucht 4096 perfekte Qubits, und zurzeit werden nur Qubits gebaut, die eine Weile halten und dann zerstört werden. Und man braucht dafür Fehlerkorrekturen. Und das ist nicht normale Fehlerkorrektur, sondern tatsächlich andere Fehlerkorrektur. Für Quantenbits braucht man 1000 Quantenbits.
tausendfach die Anzahl der, der Berechnungen, die man hat, für einen guten Qubit. Angenommen, dass Qubits die Güte haben, von denen man annimmt. Das heißt, wir brauchen 1000 mal 4096 Qubits. Und das ist deutlich länger als das ist deutlich länger, bevor jemand in der Öffentlichkeit RSA-Schlüssel faktorisiert. Und in der Öffentlichkeit sind zurzeit viele Alternativen für RSA, bei denen wir zurzeit nicht wissen, wie wir sie zerstören können. Und NIST hat letztes Jahr aufgerufen zu Vorschlagen für Post-Quantum-Kryptosystemen. Und sie haben im letzten Monat diese Tabelle hochgeladen mit verschiedenen Einreichungen, die sie erhalten haben. Und es gibt diese Gitter-basierten, Code-basierten, Multivarianten und Signaturen, Entschlüsselungen. Und wir sprachen über Code-basierte und Hash-basierte, weil sie die ältesten bekannten Vorschläge sind, die Quantencomputer überleben könnten. Und es gibt auch ein paar neuere, aber viele gehen sehr weit zurück. Und es scheint, dass man damit Sicherheit bekommen kann. Das heißt, niemand ist bis jetzt mit einem Quantenalgorithmus abgekommen, hat bis jetzt einen Quantenalgorithmus entwickelt, der sie knacken kann. Und in anderen Arten sind eben auch in den letzten Jahren Alternativen aufgekommen, bei denen wir es nicht wissen, wie wir sie knacken sollen. NIST hat eine Woche, vor einer Woche, die Liste der Einreichungen hochgeladen. Und wir werden über die folgenden Jahre noch einiges über diese lernen, während Leute sich diese Algorithmen genauer angucken und angucken, ob sie sich gut über, ob sie sicher gegen Quantencomputer sind. Und sie haben sich nur 69 von den eingereichten hochgeladen, weil die anderen waren nicht wirklich besonders. Und diese 69 wurden hochgeladen. Und jetzt sind wir schon bei ein paar weniger Einreichungen, die hochgeladen, die jetzt in Rot zu sehenden Algorithmen sind, 3 Stunden nachdem NIST die Liste hochgeladen haben. Guess again in Rot. Lawrence Penny, der vielleicht im Publikum sitzen könnte, hat ein Skript hochgeladen, der den Klartext von dem verschlüsselten Text ohne den Schlüssel zu können hochgeladen. 3 Stunden und 10 Minuten, nachdem die Liste hochgeladen wurde. Das ist gute Arbeit, Lawrence. RVB, another one there. RVB, ein anderer da. Auch geknackt von jemand genannt Lawrence Penny. HK17 haben Tanja und ich hochgeladen. Ray Koss. HK17, RVB, guess again. Those are other submissions, and there may be not things that have been studied so much. What about RVB, HK7 und guess again sind andere Vorschläge, die bisher noch nicht so sehr untersucht wurden. Ray Koss ist gut bekannt und Tanja, ich und jemand anderes und auch jemand, der Lawrence Penny heißt, haben ein Skript hochgeladen, der Raycross komplett zerstört und die haben tatsächlich 3 verschiedene Angriffe vorgeschlagen. Und man sollte das auf jeden Fall nicht mit den Parametern benutzen, die sie vorgeschlagen haben. Und Hela 5 für dänische Leute im Publikum, Hela 5. Das ist okay, wenn man Signaturen nimmt. Aber als Sie das hochgeladen haben, haben Sie behauptet, das wäre sicher gegen gewählten Geheimtextangriffe, also Chosen Ciphertext. Und ich und Tanja und wieder jemand, der Lawrence Penny heißt, da müsst ihr echt drauf achten, auf diese Person, haben das auch gebrochen. Und wir werden jetzt also auch weiterhin noch davon hören, was von Lawrence und anderen Leuten kaputt gemacht wird, einfach in der Zukunft. Okay. Okay.
Also wir haben jetzt so viel über Dinge kaputt machen gehört, jetzt machen wir mehr RSA kaputt, einfach nur weil es Spaß macht. Das heißt, ich will euch jetzt wieder eine Variante zeigen, wie man RSA mit Gittern kaputt macht, mit der sogenannten Small Exponent Angriff, also dem kleinen Exponentenangriff. Hier ist ein Code, da arbeiten wir jetzt alle zusammen. Die Nachricht ist hier Squeamish Frash, wie auch immer man das ausspricht. Und wir konvertieren die in eine ganze Zahl, da passiert gar nichts Spezielles und ich generiere eine geheime Zahl N, die 1024 Bits hat und ich verschlüssele meine Nachricht mit RSA. Was ist das Problem hier? Zu klein, ganz genau. Also die Leute im Publikum passen da immer noch drauf auch. Wir haben ein Problem und das Problem ist, dass der Geheimtext kleiner ist als N. Also letztendlich wird auch die gesamte Nachricht kleiner sein. Das heißt, die Modulo-Reduktion, Modulo N, macht überhaupt nichts. Das heißt, wir können ganz einfach die Nachricht über ganze Zahlen, über den Raum der ganzen Zahlen ausrechnen. Deswegen braucht man für RSA Padding, also Auffüllung. Also Nachricht ist zu klein, die Nachricht hoch 3 ist kleiner als n, also die Modulo-Reduktion macht gar nichts, RSA ist trivial zu brechen. Hier ist ein anderes Beispiel, aber es ist etwas komplizierter. Hier habe ich den Modulus etwas kleiner gemacht, das ist nur damit das Beispiel auf die Folie passt, aber das wird nicht das Problem sein, also wir erzeugen einen 300-Bit Modulus. Ich werde jetzt nicht versuchen, den zu faktorisieren, obwohl das möglicherweise sogar geht. Und jetzt nehmen wir sowas wie das The Password for Today is Swordfish und machen das wieder zu einer ganzen Zahl, genauso wie vorhin. Und ich mache RSA wie im Lehrbuch, indem ich die Nachricht hoch 3 modulo n berechne. Und wenn die Nachricht kurz ist, dann habe ich dasselbe Problem. Ich kann einfach die dritte Wurzel von C ausrechnen. Aber in dem Fall ist das nicht der Fall, das heißt, so habe ich es nicht kaputt gemacht. Aber es könnte immer noch ein Problem geben, denn es liegt daran, dass diese Nachricht ein bestimmtes Format hat. Also der Angreifer könnte zum Beispiel rausfinden, dass das Nachricht, die Nachricht ist, das Passwort für heute ist irgendwas, so wie hier, the password for today is swordfish. Also möglicherweise hat der Angreifer das erraten, dass die Nachricht so aussieht und einen Teil der Nachricht kennen sie also nicht, aber den Rest der Nachricht kennen sie eben. Das heißt, wir haben jetzt einen geheimen Wert, den der Angreifer geraten hat. Und jetzt kommt wieder der Magie-Trick. Ich kann eine Matrix konstruieren aus meinen Vermutungen, wie die Nachricht aussieht und dem Geheimtext und dem Modulus. Und dann habe ich einfach nur ein paar Nullen aufgefüllt für die Teile der Nachricht, die ich nicht kenne. Also ich habe eine Basis für ein Gitter und jetzt starten wir wieder LLL da drauf. Ich kriege einen Vektor zurück, ich erzeuge ein Polynom aus den Koeffizienten dieses Vektors. Ich mache hier Magie und wenn ich mir die Nullstellen angucke, dann habe ich den Teil der Nachricht rausgekriegt, die ich nicht kannte. Also Magietrick. Also ich hoffe, ihr habt jetzt heftig Angst davor, RSA jemals selber zu implementieren. Was passiert hier? Es sieht ganz ähnlich aus wie vorhin, das heißt, ich werde es wieder auf Englisch hinschreiben. Ihr sollt jetzt nicht in der Lage sein, zu beweisen, dass das funktioniert, aber nachvollziehen sollt ihr es können. Ich habe ein Polynom hingeschrieben, das hat sehr kleine, also relativ kleine Nullstellen. Ich weiß nicht, was Swordfish ist, also das Passwort. Aber ich weiß, dass wenn ich das zusammennehme mit dem, was ich geraten habe und das hoch 3 nehme, dann kriege ich quasi die Nachricht. Also irgendwas plus Swordfish hoch 3 ist 0 modulo n. Das heißt, ich erzeuge jetzt ein Gitter von Polynomen, die modulo n verschwinden. Also eins davon ist das, was ich hier hingeschrieben habe. Ich habe LLL aufgerufen, dann passiert die Magie. Ich winke mit meinen Händen und dann habe ich irgendwie ein Polynom daraus erzeugt und die Lösung Swordfish war tatsächlich eine Nullstelle dieses kleinen Polynoms in dieser
Das heißt, dieser Angriff heißt Coppersmith Small Exponent, also kleiner Exponent Coppersmith-Attacke. Hier gibt es ein paar Varianten, wie man sich dagegen schützen kann. Ihr könntet, also wenn ihr da Angst davor habt, dann benutzt einfach kein RSA, das ist eine Möglichkeit. Wenn ihr RSA benutzen müsst, dann benutzt ordentliches Padding. Wenn ihr RSA benutzen müsst, dann benutzt außerdem auch keine kleinen Exponenten, also zum Beispiel, wenn es auf jeden Fall, wenn es kleiner ist als 65.537, dann funktioniert es auf gar keinen Fall. Also wir sind hier nicht hergekommen, um die ganze Zeit über RSA zu reden. Wir wollten auch über konstruktiv, also praktische Anwendungen von Gittern reden. Und eine der ältesten Anwendungen für gitterbasierte Krypto ist NTRU. Die Publikation ist aus dem Jahr 1998. Es gibt auch Preprints aus dem Jahr 96. Und die haben nach Alternativen für RSA und ECC gesucht. Die haben heftig Werbung gemacht, haben auch hohe Geschwindigkeiten erreicht. Haben sich also auch Kurven angeguckt und RSA. Im Vergleich zu ECC hatten sie immer noch größere Schlüssel und größere Geheimtexte, aber sie wollten eine Alternative sein. Es ging damals noch nicht um Quantencomputer, obwohl es schon ein paar Paper dazu gab, aber das war noch nicht so präsent. Und es gibt jetzt ein Signaturschema und ein Verschlüsselungssystem, also tatsächlich mehrere Signaturschemata, und da die hatten echte Probleme. Also ich kann mich erinnern, dass es einen Talk gab um ein Signatursystem, und der Sprecher hat gefragt, wer hat von den Anwesenden noch nie so ein Signaturschema gebrochen, und die Entwickler sahen dann also irgendwie so aus. Also am Anfang war das also ein Problem mit ein paar Parametern, aber grundsätzlich war das in Ordnung. Und dann gab es ein paar Verbesserungen, es gab wenig Forschung, wie man das effizient implementieren kann. Und nur weil man ein nettes mathematisches Schema hat wie RSA, also man nimmt einfach n hoch 3, jetzt haben wir gesehen, es gibt ordentliches RSA, aber nicht ordentlich benutzt. Und da gab es wenig Forschung, und das lag, denke ich, teilweise daran, dass diese NTRU-Firma ein Patent angemeldet hat, und wir haben dann alle gesagt, ja, warum sollte ich jetzt so ein System mir angucken, was ich hinterher nicht mal benutzen kann? Jetzt ist das Patent abgelaufen, und jetzt schaue ich mir das gerne an. Vielleicht können wir auch ein paar Sachen kaputt machen. Also müssen wir zu verstehen, wie NTRU wirkt, funktioniert, und wir haben hier ein paar Polynome. There's one system parameter which is n, which es gibt einen Parameter n, limit on the degree of these polynomials. Der den Grad der Polynome angibt. Und das sind ganzzahlige Polynome, das heißt, die Koeffizienten sind ganze Polynome, ganze Zahlen. Und im Beispiel werden wir etwas zeigen mit etwas weniger 250 Exponenten, zum Beispiel 7. Und wenn wir jetzt so Polynome haben und die addieren wollen, dann machen wir es einfach komponentenweise. Das heißt, die erste Komponente ist a0 plus a1x plus a2x Quadrat und so weiter bis an-1 plus n-1x hoch n-1. Und wir wollen die Polynome auch multiplizieren. Und wenn wir ein Polynom mit Grad 3 mit Grad 4 multiplizieren, bekommen wir ein Polynom mit Grad 7. Und wir wollen ein Polynom mit kleinem Grad. Deswegen müssen wir da irgendwie drum herum gehen. Und die Lösung ist zyklische Faltung. Und die Regel ist, der Koeffizient von x hoch 1, aibj, these two indices, they will sum up to an minus 1, b2, or n plus 1. Werden zu n oder n minus 1 aufsummieren. Und n minus 1 und b 0 werden sich zu n minus 1 aufsummieren. Okay, so this is a explanation with which we can compute, we can. Das ist eine Gleichung, mit der wir arbeiten können, mit der wir sie in den Computer eingeben können. Und wenn ihr wissen wollt, wo das herkommt, hier ist eine Folie mit etwas mehr Mathematik. Und wir arbeiten in einem Polynomring.
x to the n minus 1. Wir reduzieren modulo x hoch n minus 1. Das heißt, das ist dieselbe Funktion, bei der wir, wie wenn wir mit modulo n, n gleich 7 reduzieren, und hier machen wir einfach alles mit x hoch n, xn statt x hoch 7. Und wir nehmen xn und ersetzen es mit x1. Und wir machen alles genauso wie davor, nur dass wir jetzt x hoch n minus 1 schreiben müssen. Okay, jetzt zu ein paar Beispielen. Und der Computer wird jetzt hier die Arbeit für uns machen. Und hier ein paar einfache Ausdrücke in Sage. Und f ist in dem, in dem Beispiel ist 2x 3, 1, 4 mit 4 Termen, das heißt, wir haben 4 mal x² plus x plus 3. Das ist ein Grad 2 Polynom, 2 ist die größte Exponent, den man hier sehen kann. Und wenn wir jetzt hier multiplizieren mit x, dann müssen wir jeden Term, den wir aufaddieren, mit jedem anderen Term addieren. Und wir kriegen am Ende 4 mal x hoch 3 plus x² und so weiter. Und ein anderes Beispiel ist mit dem anderen Polynom g multiplizieren, und wir werden hier nicht alles durchgehen, aber wenn wir auf das letzte, auf den letzten Teil von f gucken, dann wird die 3 von f mit der 2 von g multipliziert, und das gibt eine 6, und die 3 von f wird mit 7x multipliziert, das gibt eine 23x. Die man bekommt aus dem 3 mal 7 plus die 2. Und was ist jetzt mit der Multiplikation, mit den Endkoeffizienten-Sachen? Und das ist, wie man das in Sage sagt, man nimmt zwei Eingaben, f und g, und das Prozent hier meint mod, und hier jetzt mod x hoch n minus 1. Und wenn n 3 ist, dann kriegen wir, wenn wir mit x multiplizieren, x² plus 3x plus 4, und das, die 4x hoch 3 wurde zu 4 durch die Modulo-Operation. Und wenn wir f mit x² multiplizieren, dann kommen wir, rotieren wir die Koeffizienten wieder. Und ein anderes Beispiel mit demselben f und mit demselben g. Und wenn wir jetzt die Faltung machen, dann ersetzen wir, dann addieren wir die 29 mit der 6, und wir kriegen nur noch 3 Koeffizienten. Okay, so now that you've gotten a little more comfortable with our und jetzt, wenn wir etwas komfortabler mit unseren Beispielen sind und mit unseren Gleichungen sind, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man multipliziert, 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 sieht man, dass die Koeffizienten immer größer und immer größer werden. Und jetzt müssen wir ähnlich wie bei RSA mod n reduzieren, und wir brauchen etwas mehr Reduktion hier. Und da gibt es einen anderen Systemparat mit der Q, der ist eine ganze Zahl, typischerweise eine Power von 2, ein Exponent von 2. Und es gibt ein Beispiel, dass Q kein Vielfaches von 3 ist, aus Gründen, die wir später sehen werden. Und jetzt fangen wir reduzieren wir mit x hoch n minus 1, das heißt, wir reduzieren den Grad, und wir reduzieren die Koeffizienten, das heißt, jeder dieser n Koeffizienten, auf all diese Koeffizienten werden wir Reduktion anwenden. Und wir sind jetzt fertig, bereit für private und öffentliche Schlüssel. Und was wir tun, ist, wir nehmen zwei Polynomien. Und hier haben wir starke Einschränkungen, weil wir sie klein haben wollen. Das heißt, wir haben Polynome, die viel, viel kleiner als Q sind, und wir erlauben hier nur ein paar Plus und ein paar Minus bei H. Und in RSA, multiplizieren wir beide Sachen. Hier haben wir eine andere Sache. Wir suchen für ein H, sodass H multipliziert mit F gleich 3 mal G ist modulo K. Manchmal funktioniert das nicht, also müssen wir es nochmal probieren. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir ein anderes F nehmen. Wenn wir auf die Mathe-Notation gucken, dividieren wir bei dem f, und nicht jedes f funktioniert, weil wir zum Beispiel nicht bei 0
teilen können. Und das müssen wir dann wegschmeißen und nochmal probieren. Und der öffentliche Schlüssel ist das H und der private Schlüssel ist das F. H and F. From that we can get G, so G is H und F und von da kriegen wir G und da müssen wir uns nicht an G erinnern. Eine Sache berechnen wir nur einmal, weil es lange Zeit nimmt, das zu berechnen und das nennen wir F3 und dann, wenn wir F mal F3 mod 3 nehmen, dann bekommen wir 1. Das heißt, es gibt ein Polynom für wo alle Koeffizienten 0 sind, außer beim konstanten Term x hoch 0. So this is explaining how to encrypt and und how to jetzt kommt die Erklärung, wie man fair und entschlüsselt. Aber bitte nicht so machen, denn genauso auf die Art und Weise, wie wir es zeigen, kriegt man die ganzen bekannten Angriffe. Und es similarly here we can distill the entropy problem. If you want to use this in practice, wenn ihr das in Praxis benutzen wollt, dann müsst ihr aufpassen, wie man die Koeffizienten benutzt, wie es M zum Beispiel wählt. Also nicht so machen und wir haben ein paar mehr Folien, auf denen gezeigt wird, wie wir es machen. Also jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir alles reinschmeißen, machen etwas und kriegen dann am Ende das M zurück. Mit dem Geheimtext ist es ganz einfach. Wir nehmen uns wieder so ein Polynom mit den Koeffizienten minus 1 und 1 und der Geheimtext ist dann einfach R mal H, wobei H der öffentliche Schlüssel war, dann wieder die Multiplikation, die dafür sorgt, dass der Grad am Ende kleiner als N ist und wir addieren unsere Nachricht da drauf. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie unsere Nachricht in dieses Polynom, das in diesen nur Koeffizienten minus 1, 0 und 1 hat. Aber es ist, gibt keine Einschränkungen auf die Dichte. Also es kann alles sein ohne Einschränkung. Also wir nehmen zum Beispiel unsere Nachricht intern und ersetzen einfach die Exponenten 3 durch x. Und wenn wir das also so machen, dann war am Ende die Verschlüsselung ganz einfach. Wir haben also die Verschlüsselung durchgeführt und dann können wir den Geheimtext rüberschicken. Und jetzt ist die Frage, wie rekonstruieren wir unser M? Also wir möchten gerne durch H teilen sozusagen. Aber durch H teilen kann keine Lösung sein, denn H ist ja öffentlich. Das könnte ja jeder machen. Und das M hängt ja hier auch rum, also es wäre eine ungenaue Teilung. Also wenn wir die Reduktion nicht hätten modulo m-1, dann wäre es einfach das Durchteilen. Aber weil wir diese Reduktion haben, ist das tatsächlich nicht möglich. Now here is the way that und hier ist, wie wir die Entschlüsselung durchführen, wenn wir den geheimen Schlüssel haben. Wir nehmen einfach den Geheimtext und multiplizieren mit F. Das war unser erster geheimer Schlüssel. Und denkt an die Verbindung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Schlüssel, nämlich H mal F ist 3G. Also wir nehmen jetzt alles rein, also wir kleben auch C mit rein, das also ich muss noch mal dran erinnern, also R mal H plus M. Wir können hier, das Zeug ist alles distributiv, das heißt, wir können die verschieben. Also F mal H ergibt jetzt 3G. Also das erste wird zu R mal 3G und der zweite Term, jetzt haben wir F mal M. Aber es gibt jetzt eine 3 in dem ersten Term. Also wenn wir jetzt modulo 3 reduzieren können, dann müssen wir uns über den R mal 3G-Term keine Gedanken machen. Und wir haben das F3, was hier rumfliegt. Und wenn wir das mit 3 multiplizieren, dann kriegen wir 1. Das heißt, die 3 fällt hier durch Reduktion weg. Und dann habe ich am Ende das mal F3 ergibt F mal F3, was 1 ist, mal M, also ergibt es M. Es gibt noch ein paar Dinge, die man da beachten muss. Also insbesondere muss man darauf achten, dass das hier nicht wächst. Das ist bei der Verschlüsselungsfunktion und bei der Entschlüsselungsfunktion muss man noch modulo Q reduzieren, denn dieses
denn diese Relation, die funktioniert ja nur modulo Q und ich muss außerdem meine Darstellung auch noch auf was Spezifisches umändern. Üblicherweise, wenn ihr da Mod Q, dann hättet ihr halt einfach rechnen, aber ich will jetzt dafür sorgen, dass das symmetrisch zu 0 ist. Let's see how this works. Also schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Alright. So this is that moment in also das ist jetzt der Moment in dem Wasserfallschema, wo ich einfach 100 Seiten Dokumentation bei euch auf den Schreibtisch geworfen habe und sage, hier, das haben die Designer so haben wollen, implementiert das mal. Also hier werden wir jetzt natürlich kleinere Ns und Ds und so weiter benutzen, kleinere Parameter, die man tatsächlich benutzen kann, aber dafür kann man es auf der Folie lesen. Also eine der Funktionen, die man online finden kann, das heißt Random D-Poly, das ist keine Funktion von Sage, die erzeugt ein Polynom, das D, also 5 plus minus 1 Koeffizienten hat, bis zu n minus 1 am Ende, also 6. Und dann gibt es ein zufälliges Polynom hier und es gibt jetzt eine andere Funktion, die wir hier benutzen, die erzeugt dieses F3. Und was soll dieses F3 machen? Naja, wenn die Idee war, wenn man F mal F3 multipliziert und wenn ich multipliziere, dann meine ich natürlich diese Faltungsoperation, über die wir gesprochen haben. Wenn wir F mit F3 multiplizieren, dann muss es irgendwas sein, was 1 modulo 3 ist. Und wenn man sich das anguckt und die ganzen Vielfachen von 3 hier rauslöscht, dann ist das Einzige, was übrig bleibt, 1. Also F mal F3 ist tatsächlich 1. Inversion mod Q, that was for und dann gibt es noch eine Funktion Inversion mod Q, die dieses H ausrechnet und der öffentliche Key war ja ein gewisser eine Formel und dieses FQ ist jetzt etwas ein Objekt, das wenn man mit F multipliziert, dann kriegt man 1 modulo 256, dann 257 modulo 256 ist 1 und die anderen haben alle 256 als Faktor und dann G ist noch ein weiteres ein Geheimnis und dann haben wir hier noch dieses H, was 3 mal FQ mal G modulo Q ist und wenn man in C oder niedrigen Sprachen was macht, dann ist die Mod-Operation so, dass wenn man was Negatives reinwirft, dann kriegt man negativen Output. Also wenn man da eine negative Zahl reinwirft, dann kriegt man minus 0 bis minus K. Und das kann für Krypto kann das ein echtes Problem sein, denn damit könnte man möglicherweise leaken, ob das der Wert negativ oder positiv war. Und in der Dokumentation steht es natürlich drin, wählt die Werte da entsprechend. Und wenn man am Ende aber leakt, dass die Eingabe positiv oder negativ war, dann könnte man möglicherweise ein Sicherheitsproblem kriegen. Und statt die zu benutzen, benutzen wir also die Funktion BalancedMod, die sorgt dafür, dass dieses Vorzeichen mit ausgelöscht wird. Also hier wird jetzt quasi insbesondere nicht mehr herausgegeben, also kann man nicht mehr ablesen, ob der originale Input negativ oder positiv war. Und der einzige Punkt, warum wir uns H angucken, ist, wenn wir H mit F multiplizieren, modulo Q, dann kriegt ihr dasselbe zurück, was 3 mal dieses zufällige G ist, was wir uns vorhin ausgedacht haben. Also gucken wir mal, ob wir jetzt verschlüsseln können. Hier ist eine Nachricht, einfach ein paar zufällige Minus Einsen und Einsen und ein weiteres zufälliges R, das in der Verschlüsselung mit aufgetaucht ist. Und der Geheimtext C ist jetzt H mal der geheime Schlüssel plus M und das ist jetzt diese Faltung in H und R. Und dann rechnen wir am Ende modulo Q und dann kriegen wir Bytes, die irgendwie zufällig aussehen und die Entschlüsselung war, wir multiplizieren den Geheimtext mit dem Geheimnis F, reduzieren modulo Q. Und Tanja hat schon erwähnt, das ist jetzt 3 mal G mal R plus F mal M. Und wenn man das jetzt mit dem F3 multipliziert und modulo 3 reduziert, kriegen wir letztendlich das genau dasselbe zurück, was der originale Eingabe war. Das System hat also tatsächlich funktioniert. Es hat erfolgreich eine Nachricht wieder entschlüsselt aus dem Geheimtext.
Ja, aber das sollte eigentlich nicht funktionieren. Hat euch nicht jemand erzählt, dass ihr Modulo P und Modulo Q nicht einfach reduzieren könnt? Also wenn ihr hier so einen Ausdruck habt und ihr hofft, es gibt irgendwo eine 3, die da mit rumrennt, dann nehmen wir mal an, unser Q ist 5. Und wir haben 6. 6 ist wundervoll teilbar durch 3. Aber dann reduzieren wir es modulo 5. Und das ist 1, das ist ja also nicht modulo 3. Und prinzipiell sollte das also nicht funktionieren. Aber der Grund, warum es trotzdem funktioniert oder eben abhängig von den Parametern ist, das liegt daran, dass die Parameter so gewählt sind, dass die Zahlen klein genug sind. Also das funktioniert nur, wenn dieses Modulo Q auf der rechten Seite die 3 nicht rausnimmt. Also wenn da es keinen Grund gibt, Modulo Q auszurechnen. Also wenn das Ding auf der rechten Seite schon von sich aus kleiner ist als Q. Das ist also das der Punkt, wo wir am Anfang gesagt haben, man darf nur ein paar der Koeffizienten als Nicht-Nullen wählen darf. Man darf nur minus 1 und 1 wählen. Denn dieses R mal 3G, das hat R und G haben wenig Koeffizienten und dann haben wir diese 3 rumhängen. Das heißt, der maximale Koeffizient, den wir haben, ist eine plus 1 von R trifft ein plus 1 von G und wir multiplizieren und dann summieren wir das N mal auf. Aber es kann nicht N solche Dinge geben, sondern nur D-Koeffizienten, die selber nicht Null sind. Das heißt, der schlimmste Koeffizient dieses Produkts wäre D mal 1, 1 und minus 1, minus 1. Das heißt, wenn wir also den maximalen Wert immer rauskriegen würden, dann sehen wir im ersten Teil 3D und dann entsprechend, wo es keine Einschränkungen für M gab, aber auch für F gibt es eine Einschränkung und bei F war die Einschränkung eben nur D-Koeffizienten. Das heißt, wir kriegen also nur dann einen Summand. Das heißt, der maximale, was wir da rauskriegen können in jedem Koeffizienten, ist 4 mal D. Und unsere Wahl ist, dass wir dieses Q halbe wählen als größer als 4D. Also wählen wir das Q groß genug, also sagen wir mal eine große ein großes 2 hoch x. Und die Frage ist, was hat das jetzt eigentlich mit Gittern zu tun? Ich hatte ja am Anfang versprochen, das hat was mit Gittern zu tun und dann habe ich angefangen mit Polynomen. Und in Nadjas Teil habt ihr gesehen, ihr könnt ein Gitter nehmen und Polynome als Basisvektoren benutzen. Aber ich muss immer noch erklären, wie man das ursprüngliche Problem, also wie man F sucht, in ein Problem umwandelt, dass man einen kurzen Vektor in einem Gitter sucht. Also hier ist also als allererstes, wie man dieselbe Matrix hinschreibt. Also um die Matrix hinzuschreiben, darf ich nur öffentliche Informationen benutzen. Ich kenne F nicht, ich kenne G nicht, aber ich kenne H. Und diese Matrix, da gibt es diesen Groß-H-Block. Und dieser Block wird so aufgebaut sein, dass er n Spalten und n Zeilen hat. Und darüber gibt es die Identitätsmatrix, also Q-Einträge, die alle 1 sind auf der Hauptdiagonale. Und eine andere Matrix, die nur 1 auf der Diagonalen hat. Und rechts oben ist alles 0. Aber das Interessante ist dieses H. Bei H habe ich die ganzen Koeffizienten von klein h reingetan, so dass, wenn ich irgendeinen Vektor nehme, als ein Polynom, also der erste Vektor ist 1, 0, 0, 0, also konstant 1, der andere wäre konstant 3, so dass es der Multiplikation mit h entspricht, mit dem Polynom h. So, let's do an example. I have this. Also als Beispiel, ich habe diesen großen Vektor, ich habe 2n mal n-Matrix hier drüben und ich nehme jetzt den ersten Teil, also das ist einfach der Einheitsvektor. Das heißt, nimmt von der ersten Teil der Matrix nur Q mal I, das heißt, da kriege ich einfach nur ein Q raus, der Rest ist 0. Und der zweite Teil ist 3, 0, 0 und ich habe gesagt, H soll so sein, dass wenn ich es mit irgendwas multipliziere, dann ist es wie Multiplikation mit dem Polynom. Das heißt, das wird genau einmal dieses Polynom H ausrufen und das heißt, das ist genau dann so, wie ich das H hinschreibe.
Und der nächste Koeffizient wäre dann dieses hier aber rotiert und der nächste dann dieses hier zweimal rotiert und so weiter. Und das ist also quasi die Matrix. Und die Frage ist jetzt, was ist der kürzeste oder der kurze Vektor in diesem Gitter? Um da irgendeinen Vektor zu kriegen, sind ganzzahlige Vielfache von diesen Vektoren. Also irgendwelche ganzzahlige Vielfache von Polynomen. Und warum wir da G, F rauskriegen, das liegt daran, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber es gibt ein Polynom K und es gibt ein Polynom F, das ich kenne, so dass K mal F, K, F mal dieser Matrix ist G, F. Und G und F sind klein. Das heißt, es gibt sehr wenige Nicht-Null-Einträge und die Einträge sind sehr klein. Also sind entweder minus 1 oder 1. Also wenn ich recht habe und ich werde das gleich detailliert darstellen, dann ist dieser Vektor sehr wahrscheinlich der kürzeste Vektor im Gitter. Und dann kann ich also sowas benutzen wie LLL, um diesen Vektor auszurechnen. Das heißt, wenn man da einmal durchläuft, modulo Q bedeutet nur, es gibt irgendein Vielfaches von Q, sodass H mal F gleich 3G ist, modulo Q, sodass es dann K mal Q ist. Und das ist das K, was ich da reinstecke. Nochmal, vertraut mir hier nicht, implementiert das einfach mal, schaut euch an, dass es funktioniert. Implementiert es einfach, sagt sie einfach. Merkt sie nicht, dass es wirklich schwierig ist? Na gut, also wir machen Sage auf. Das erste ist, wir konvertieren erst H in H modulo Q. Wir haben wenig Zeit, deswegen werde ich es einfach mal überspringen. Und die Frage ist, was passiert, wenn wir das jetzt multiplizieren? Was passiert ist, dass H3, was H geteilt durch 3 ist, das wird jetzt mit x Quadrat und so weiter multipliziert als Faltung, das heißt, das rotiert die Koeffizienten. Wenn man sich jetzt jede Zeile anguckt, man sieht es in der zweiten Zeile, der Koeffizient taucht wieder auf eine Position weiter links. Das heißt, hier gibt es jetzt eine Menge von Polynomen und was wichtig ist bei diesen Polynomen, ist, dass einige Kombinationen dieser, wenn man da einige addiert und dann subtrahiert, dann bekommt ihr G modulo Q. Denn denkt dran, F ist ja nur eine Menge von minus 1, 1, x Quadrat und so weit aufaddiert und wenn man das mit H multipliziert, dann kriegt ihr H3. Und wenn man das jetzt mit G multipliziert, dann ergibt es wieder G. Das heißt, wenn man jetzt das geheime F war ja letztendlich hier erzeugt aus dem. Ich werde euch also nur die Matrix zeigen, die da rauskommt ganz am Ende. Hier ist das 2n mal 2n Matrix. Unten links sind dieselben Zahlen, die wir uns gerade angeschaut haben, mit dem 58 und so weiter. Und dann die Diagonale runter, da gibt es Nullen und Einsen. Und jetzt holen wir Nadias Algorithmus raus. Hier nehmen wir LLL-Ergebnisse und plötzlich sind die Ergebnisse viel, viel kürzer. Also LLL erzeugt hier nicht nur einen kurzen Vektor, sondern viele kurze Vektoren. Und hier sieht man tatsächlich sehr, sehr kurze Vektoren hier ganz oben. Diese erste Zeile ist tatsächlich eine sehr, sehr kurze Kombination der ursprünglichen Vektoren. Und wenn man da jetzt die erste, also hier dieses, in die Null in Klammern nimmt die erste Zeile und dann das N gibt dann N und so weiter, da kriegt man jetzt 5 Nicht-Null-Koeffizienten, die konvertieren wir jetzt wieder in ein Polynom und da kriegen wir genau das geheime F raus. Gut, mit einem Minuszeichen, aber das ist für die Entschlüsselung egal. Also wenn man dieses F benutzt, nur aus dem öffentlichen Schlüssel diese Matrix aufsetzen, LLL benutzen, dann können wir NTRU brechen. Wir kriegen also jede Nachricht raus, die damit verschlüsselt wurde. Das muss man jetzt skalieren können, um echte Sicherheit zu kriegen. 7 Dimensionen ist sowieso nicht genug. Wenn man, sage ich mal, 150 Dimensionen und 101 Nicht-Null-Einträge in F und so weiter und Q auf 2 hoch 32 vergrößert, dann gibt es mehr als 2 hoch 200 Wahlen für das geheime F und wir versuchen es nochmal und in dem Fall findet die Attacke keine Minus Einsen und Einsen, sondern immer noch ein kurzes Polynom, ist nicht notwendigerweise das kürzeste, aber es macht immer noch das System kaputt und das macht einem wirklich Angst.
Was man machen muss, warum das tatsächlich das System immer noch kaputt macht, ist, weil Q tatsächlich zu groß ist. Also tatsächlich werden kryptografische Parameter nicht immer sicherer, wenn sie größer werden. Wenn Q zu groß ist, dann wird dieses F, was so relativ groß ist, immer noch in der Lage sein, zu entschlüsseln. Wenn Q kleiner ist, wird es in dem Fall tatsächlich sicherer und ist nicht mehr, F ist nicht mehr in der Lage, das System zu brechen. Und für eine gute Sicherheit muss N relativ groß sein. Also wenn ihr das macht, dann muss man vier Sachen beachten. Kleines Q nehmen, großes N nehmen. Es gibt diese ganzen Attacken, die ich am Anfang genannt habe. Und aber auf einer positiven Note zu enden, wenn ihr das zu Hause probieren wollt, dann alles, worüber wir geredet haben, es gibt viele Sachen, die ihr tun könnt. Ihr wollt wahrscheinlich keine Gitter selber schreiben. Also alle NIST-Einreichungen, die eingegangen sind, sind online und mehr als 90% haben eine Woche von Kryptoanalyse überlebt. Und ihr könnt jetzt hingehen und diese Implementierung überprüfen, die Kryptographie brechen und was immer. Wenn ihr interessiert seid in Quantenkryptographie, in tatsächlichen Protokoll, in tatsächlich Implementierung in Protokoll. Es gibt das Open Quantum Safe Project. Ihr wollt das vielleicht jetzt nicht gleich benutzen, weil die Pläne obsolet werden könnten durch kryptoanalytische Fortschritte. Es könnte viel Zeugs gebrochen werden. Aber wenn ihr viel wenn ihr etwas anwenden wollt zu Hause, dann empfehlen wir euch elliptische Kryptographie und zusammen mit dem, worüber wir heute gesprochen haben, zu nutzen. Und das ist ja etwas, wie Google gemacht hat. Und das ist alles, was wir haben. Und vielen Dank. Und wir hoffen, dass wir noch mehr Attacken sehen.